Wie in jedem Jahr gab es für den an vielen Orten längst in Angriff genommenen Frühjahrsputz auch einen offiziellen Auftakt in der Landeshauptstadt. Auf dem Bahnhofsvorplatz schwangen am Dienstag Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Andreas Jahn, Chef der Stadtwirtschaft, symbolisch den Besen. Möglichst viele Erfurter sollen mitziehen, damit sich die Stadt von ihrer besten Seite präsentieren kann. Auch Unternehmen, Vereine und Initiativen können sich einbringen, wird angeregt. Derzeit sind die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft noch immer damit befasst, die Reste des Streuguts aus diesem Winter von Plätzen, Gehwegen und teilweise auch Fahrbahnen zu beseitigen.